Die Lünendonk Business-to-Business Service Awards ehren Unternehmen und Persönlichkeiten, die in den drei Kategorien Innovation, Leistung und Lebenswerk Herausragendes erreicht haben. Eine unabhängige Jury aus Chefredakteuren und Wirtschaftsjournalisten von 15 namhaften Medien in Deutschland wählte das Personaldienstleistungsunternehmen Franz und Wach zum Preisträger 2018 in der Kategorie Innovation. Franz und Wach hat ein innovatives und auf Vertrauen gründendes Führungsmodell etabliert. Wenige Vorgaben aus der Zentrale, viel Verantwortung vor Ort. Für die internen Mitarbeiter gilt Vertrauensarbeitszeit ohne Zeiterfassung und keine Begrenzung beim Urlaubsanspruch. Die Teams werden mit relativen Zielen geführt, die sie aus der Kenntnis der konkreten Rahmenbedingungen vor Ort entwickeln und im Dialog mit der Geschäftsführung definieren. Ja, also wir haben in unserem Strategiefindungsprozess, also wir wussten, was wir die nächsten Jahre auch bewegen wollen, einfach festgestellt, dass die Mitarbeiter im Unternehmen das Wichtigste sind. Egal, was wir uns ausdenken, die Mitarbeiter müssen mitziehen. Und deswegen sind auch da die Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Unternehmensstrategie. Die größten Hürden waren zum einen rechtliche Problematiken. Also wenn Sie solche Dinge wie Zeiterfassung, Urlaubsregelungen und so weiter abschaffen, da haben Sie in Deutschland massive bürokratische Hürden. Und der nächste Schritt bei der Einführung dann, wenn Sie natürlich dann die Leute ermächtigen und viele Regeln auch abschaffen, müssen Sie die Leute auch wieder einfangen und den Leuten ein Ziel geben, auf das sie zuarbeiten können. Eigentlich sind sie alle ungläubig, weil es klingt alles wie Anarchie. Das war auch mein erster Gedanke. Jeder macht, was er möchte. Allerdings verstehen die meisten nicht im ersten Schritt, was für eine große Verantwortung für jeden Einzelnen dahinter steht. Und wenn das dann realisiert wird, gerade zum Beispiel was den unbegrenzten Urlaub betrifft, da gehen alle erstmal davon aus, natürlich muss das natürlich unbezahlter Urlaub sein, weil sonst macht ja kein Unternehmer. Aber wenn es dann verstanden wird, dann ist erstmal die Ungläubigkeit da, dann realisieren es die Menschen und nehmen es auf und sind produktiv. Ganz klar, weiteren Hierarchieabbau. Das ganze Endziel wäre aus meiner Sicht natürlich keine Abteilung, keine Bereiche mehr, die voneinander abgegrenzt sind, sondern wir sind alle Kollegen, das leben wir schon intern. Nach außen müssen wir immer noch diese Pyramidenstruktur aufrechterhalten, um auch wahrgenommen zu werden. Da muss der Key Account Manager auch seine Karte haben, wo der Key Account Manager draufsteht. Für meinen Geschmack brauchen wir keine Stellenbeschreibung und keine starren Einteilungen mehr, sondern wir haben die Profis und die jetzt selbstverständlich ihren Job erledigen und den Job richtig machen. Der Wachstum, der kommt jetzt, ohne dass wir uns wehren können. Also das ist auch in der Wahrnehmung, in der Phase, wo wir uns gerade befinden. Es ist jetzt die Zeit, die Mitarbeiter noch weiter abzuholen, noch weiter konkret mit unseren Mitarbeitern an den Erfolg zu arbeiten, an den Erfolg, die Mitarbeiter am Erfolg partizipieren zu lassen. Das ist so 2018 mal unser Ziel, jetzt nicht nur auf den Wachstum zu schauen. Jetzt haben wir die Top 25 Lündung-Studie schon erreicht, also Top 1 wäre jetzt vermessen. Der Preis ist natürlich eine riesen Ehre. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben das in erster Linie mal nicht für die Außenwirkung gemacht und dass die Leute uns wahrnehmen und dass wir Preise einheimsen, dass wir das schön vermarkten können. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Wir haben das gemacht, weil wir der Überzeugung sind, dass das Unternehmen heute nur so funktionieren können. Dass alte Unternehmen mit alten Strukturen irgendwann mal auch immer weiter am Markt verlieren werden. Und weil die Mitarbeiter, die wir jetzt quasi ermächtigen, die unseren Job machen, die mit den Kunden gemeinsam arbeiten, die sind die unser Unternehmen nach vorne bringen. Ich habe neulich eine Schlagzeile in einem Interview gehabt, da hieß es, das Unternehmen, das von Kunden geführt wird. Und das ist das Ziel und das zeigt dann auch, dass wir auch so wahrgenommen werden. Der Preis ist eine Riesenehre für uns.